Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des neuen YouTube-Formats Nebenwertecheck mit Sascha Gebhardt. Da Sascha vergangene Woche etwas unter Börsenfieber gelitten hat, geht es nun diese Woche in aller Frische weiter. Und auch heute hat Sascha Gebhardt, unser Fundamentalexperte für Nebenwerte, drei spannende Nebenwerte mitgebracht, die wir uns heute gemeinsam näher anschauen und die man jetzt auf dem Radar haben sollte. Ja, Ende 2023 hatte man ja schon so ein bisschen die Hoffnung, dass Nebenwerte jetzt endlich wieder anziehen könnten, aber ja, mit dem Start 2024 erweitert sich dieses Gap zwischen beispielsweise S&P und Russell 2000 wieder, also S&P Allzeithoch über 5000 Punkten geschlossen und der Russell weiterhin im Bärenmarkt. Ja, dennoch hast du es geschafft, muss ich wirklich sagen, dein Depot durch gezieltes Stockpicking hat schöne Rendite erzielt, trotz des schwierigen Nebenwerteumfelds. Sascha, ja, wie sieht es gerade aus? Ja, also ich denke, die Stimmung bei deutschen Nebenwerten ist vergleichbar mit der allgemeinen Stimmung im Land. So ein bisschen lustlos und deprimierend, die ganze Sache. Es gibt wenig, was funktioniert. Ab und zu funktionieren Sachen tatsächlich mal. Dann werden solche Aktien wie Neonos jetzt, die jetzt zuletzt stark gelaufen ist, oder jetzt eine All for One, die jetzt auch angesprungen ist. Das freut mich. Aber so in der Summe, wenn man sich den breiten Markt anschaut, ist relativ wenig los. Die Aktien sind schlechter als die Stimmung meistens. Ich habe jetzt auch zuletzt auf dem Hamburger Investorentag mir ein paar Präsentationen angeschaut. Also ja, die meisten Vorstände sind jetzt gar nicht mal so pessimistisch, wie es der Markt jetzt auch aktuell sieht. Aber es fehlen eben auch kurzfristig oftmals so ein paar Trigger, warum sich das die Lage jetzt ganz kurzfristig auch deutlich verbessern sollte. Und ich glaube, das hemmt so ein bisschen auch die Nebenwerte. Ja, sehr gut. Ja, es bleibt weiter ein schwieriger Markt. Wir hatten schon im Vorgespräch, schaut auf KI, da explodiert eine Aktie nach der anderen. Arm Holding plus 60%, Cloudflare plus 30%. Also da ist gerade kein Halten, da spielt die Musik. Mal schauen, wie lange. Also rein saisonal ist so der Februar ja schwieriger. So in den März hinein könnte quasi der Tiefpunkt gelegt werden. So ist es zumindest von der Saisonalität her, aber kann natürlich alles immer ganz anders kommen. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit und springen mal direkt zu unserem ersten Kandidaten, den du uns heute mitgebracht hast, der Fabersoft. Was geht gerade hier? Ja, Fabersoft hat jetzt super Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und auch sehr starke 9 Monate vermeldet. Das Unternehmen war jetzt die letzten 2 Geschäftsjahre so ein bisschen zwar gewachsen im Umsatz, aber der Ertrag hat gelitten. Da gibt das Management aber auch immer so die Prognose raus, dass man sagt, ja, man ist an der langfristigen Entwicklung, an der langfristigen positiven Entwicklung des Unternehmens mehr interessiert, als jetzt kurzfristig die Gewinne zu optimieren. Und das wird auch relativ deutlich, wenn man sich die Forschungs- und Entwicklungsquote bei dem Unternehmen anschaut. Das stand jetzt im 9-Monats-Bericht, dass 31% des Umsatzes für Forschung und Entwicklung ausgegeben worden sind. Also das ist schon bei 60 Millionen Umsatz schon ein enormer Betrag dann für so ein kleines Unternehmen. Trotzdem hat das Unternehmen 18% EBIT-Marge geschafft nach 9 Monaten. Und das ist umso beeindruckender, weil es zeigt, wenn sich diese Forschungs- und Entwicklungskosten vielleicht irgendwann mal stabilisieren und der Umsatz weiter wächst, was dann an Marge später mal möglich ist. Also Fabersoft, ein österreichischer Softwarehersteller. Schwerpunkt ist das Prosecco-Ökosystem, hat jetzt nichts mit dem Kaltgetränk zu tun. Das ist eine Software für dokumentenintensive Prozesse, die wird sehr gerne und häufig auch bei Behörden und öffentlichen Auftraggebern eingesetzt. Und da kommen auch die meisten Kunden her. Wie viele andere Softwareunternehmen hat es jetzt die Fabersoft auch so diesen Übergang von On-Premise, also das Lizenzgeschäft, hin zum Cloud-Geschäft. Das hat man jetzt schon ganz gut gemeistert die letzten Jahre auch. Und nach den extrem starken Zahlen könnte der Chart jetzt auch bald grünes Licht geben. Die Aktie bricht aus so einer Bodenbildungsphase bei 22,50 Euro jetzt vielleicht demnächst nach oben aus und könnte dann Luft Richtung 25 bis 30 Euro dann wieder haben. Vom KGV her jetzt nicht ganz billig, liegt so zwischen 25 und 30. Allerdings hat das Unternehmen auch eine hohe Nettoliquidität und wächst stramm und hat viel Margenpotenzial. Und so als Add-on vielleicht noch, es gibt noch ein Enterprise Search Tool. Das war eigentlich so die Story vor ein paar Jahren bei Fabersoft. Mindpreise heißt das, dass das so komplett durch die Decke geht und zum riesigen Millionenseller wird. Das hat sich nicht so bewahrheitet bei Fabersoft, aber
die tauschen da aktuell noch das Vertriebsteam aus und sind da noch dran. Vielleicht wird das noch irgendwas demnächst. Also es ist so im Bereich Big Data, wenn man große Datenmengen unterschiedliche Software und so weiter, die an unterschiedlichen Quellen hinterlegt ist, durchsuchen muss, um an bestimmte Daten zu kommen und die dann zu verarbeiten. Ja, und wer noch ein bisschen KI-Fantasie möchte, ein Großteil der Investitionen, die Fabersoft aktuell tätigt, fließen tatsächlich auch in den KI-Bereich. Sehr gut, das sind ja super Voraussetzungen, aber du hast schon gut angesprochen gehabt, also der Chart, der sieht auch sehr, sehr gut aus, sieht alles nach Ausbruch, wie du gesagt hast, in Richtung so 30 Euro aus, wenn es über die 23,50 hinausgeht, Unterstützung, ja, wenn es weiterhin so gut läuft, könnte sogar schon 21,80 bieten. Also da könnte man mal sich Alarme setzen, darauf achten, entweder prozyklisch oder einfach bei der Unterstützung mal schauen. Genau, aber sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin jetzt gespannt auf Kandidaten Nummer 2, das ist die Steico, die auch ja immer wieder so gefragt wird, wie es da gerade aussieht. Deswegen, was ist jetzt hier die Story? Ich habe zuletzt etwas gelesen, dass da Mehrheitsbeteiligung irgendwas oder war da irgendwie was in der Richtung? Ja, der Altaktionär hat der Gründer und Altaktionär hat seine Aktien an Kingspan, ein großes irisches Unternehmen, verkauft gehabt, 51% der Aktien. Das heißt, der neue Großaktionär ist jetzt ein Unternehmen mit über 8 Milliarden Umsatz aus Irland, einer der weltweit führenden in diesem Bereich der Gebäudehüllen, Dämmung und so weiter, also in diesen Bereichen, ja. Also da hat sich schon einiges getan. Ich habe jetzt Steico auf dem Hamburger Investorentag mir mal die Präsentation angeschaut. Also es ist anzunehmen, dass 2024 ähnlich wie 2023 ein schwieriges Übergangsjahr wird. Also fundamentale Trigger sind jetzt kurzfristig eher wenig auszumachen. Aber so die grundsätzlichen Treiber, dass die Holzbauweise zunimmt, dass grundsätzlich die Holzbauweise auch Marktanteile innerhalb dieser ganzen Branche gewinnt, das ist weiterhin voll intakt. Positiv hervorheben möchte ich besonders, dass der Konkurrenzdruck, der in den letzten Monaten dort geherrscht hat, weil neue Wettbewerber in den Markt eingetreten sind, sich jetzt scheinbar stabilisiert hat. Also die neuen Wettbewerber, da war die Befürchtung, dass sie extremen Preisdruck auf Steico ausüben werden. Aber das hat sich jetzt doch nicht so materialisiert. Also die Preise entwickeln sich jetzt in den letzten Wochen eher jetzt wieder stabil. Das ist schon mal positiv. Ich glaube, da hat es auch geholfen, dass neue Großaktionär, ein milliardenschweres Unternehmen jetzt hinter Steico steht. Weil vorher war eben der Altaktionär nicht so kapitalkräftig wie jetzt so ein Milliardenunternehmen im Hintergrund. Und da ist dann ein Preiskampf gegen Kingspan zu führen, wahrscheinlich auch von den Wettbewerbern als relativ aussichtslos dann irgendwann angesehen worden. Ja, also Kingspan war bei 35 Euro die Aktie eingestiegen. Aktuell gibt es die Aktie für 26 Euro. Also man kann schon mal auch mit großem Discount zum dem neuen Großaktionär kaufen. Und das finde ich so Kurse um 25 Euro aus fundamentaler Sicht relativ interessant wieder. In der Spitze war Steico mit dem vierfachen Jahresumsatz bewertet. Aktuell sind wir wieder beim einfachen Jahresumsatz. Langfristig kann das Unternehmen so EBITDA-Margen, ich denke so im Bereich vielleicht, wenn es gut läuft, 20% machen. Wenn man konservativer rechnet, landet man vielleicht eher bei 15, 16, 17%. Und da passt eine einfache Umsatzbewertung, wenn das zugrunde liegende Geschäft mit 5-10% pro Jahr wächst, eigentlich relativ gut. Nachteil, würde ich sagen, ist bei Steico, das ist ein relativ kapitalintensives Geschäft. Also es werden große Fabriken gebaut, es müssen Maschinen gekauft werden. Das ist kein Geschäft, wo jetzt kurzfristig der Cashflow schon in Form von Aktienrückkäufen oder großen Dividenden dann an die Aktionäre zurückfließt, sondern das ist ein Geschäft, wenn das Unternehmen wachsen will, muss es investieren. Und das wird auch die nächsten Jahre auf jeden Fall noch der Fall sein und war auch schon die letzten Jahre der Fall. Aber so aus langfristiger Perspektive würde ich sagen, sind wir bei 25 Euro jetzt auf einem interessanten Niveau, wo man sich die Aktie mal wieder anschauen kann. Sehr gut. Genau, du hast ja zu allen drei Werten, also auch zu dem nächsten, zu dem wir dann kommen, jeweils eine Stock-Free-Plus-Analyse geschrieben. Alle drei Artikel gibt es einmal unterhalb des Videos, habe ich da alle verlinkt. Kann man sich da gerne mal durchlesen. Oder wenn man noch kein Stock-Free-Plus-Abonnent oder Abonnentin ist, dann kann man mit dem Code STARTPLUS dann auch einmal einen Monat lang kostenlos reinschauen. Also auf jeden Fall mal machen. Und wie du auch schon gesagt hast, um 25 Euro gibt es einmal das 38er FIP-Level und wichtige Unterstützung auch um 24,75 Euro. Wenn es da drunter fällt, dann könnte es nochmal eine Etage tiefer geben, aber da könnte man sich mal einen Kursalarm setzen
Und das bringt uns dann zum nächsten Wert, zur KWS-Saat. Worauf kommt hier an? Ja, haben wir jetzt eine Aktie mit einem fürchterlichen Chart, die ich aber trotzdem ganz interessant finde. Ja, es ist eine, die KWS Saat ist im Agrarsektor tätig, stellen Saatgut her, sind die Nummer 4 in der Welt, was Saatgut angeht, nach der bekannten Bayer, Syngenta, die mittlerweile den Chinesen gehört, die den ganzen Laden gekauft haben, und der amerikanischen Corteva. Nummer 1 bei Zuckerrüben, klingt jetzt alles andere als spannend, aber der Agrarsektor insgesamt und auch die Saatgutaktien sind in den letzten Jahren relativ günstig geworden und der Sektor ist derzeit vollkommen out. Das ist ein Punkt, den ich interessant finde. Ich habe Bewertungen, die bei einer KWS Saat, wenn ich jetzt Kursumsatzverhältnis oder Kurs zu operativen Gewinn anlege, auf 15 Jahrestief. Das ist aus meiner Sicht antizyklisch sehr, sehr interessant, weil die Aktie wurde traditionell häufig mit einem KGV von 17, 18, 19, 20 aufgrund des defensiven Geschäftsmodells bewertet und jetzt bekommt man die ganze Sache für einen KGV von 10 bis 12 etwa. Und das halte ich angesichts des Wachstums, ja, so organisch wachsen diese Unternehmen vielleicht so mit 3, 4, 5% pro Jahr. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber das ist okay. Und ich meine, wir kennen alle diese Megatrends, steigende Bevölkerung. Dann haben wir unterschiedliche Witterungsbedingungen. Die Witterungsbedingungen verschieben sich. Pflanzen müssen immer stärker angepasst werden auf große Trockenheit oder auf große Nässe, je nachdem, wo man sich jetzt in der Hemisphäre jetzt gerade befindet. Und das ist eben das, was KWS Saat macht. 20% des Umsatzes fließen dort auch jedes Jahr in Forschung und Entwicklung, neue Saatgutformen und so weiter hervorzubringen und zu produzieren. Und ja, das gibt es jetzt auf einem interessanten Bewertungsniveau. Das erste, zweite Quartal waren schreckliche Zahlen, aber das ist traditionell so, weil jetzt natürlich erst im Frühjahr das Saatgut geordert wird. Das heißt, das Unternehmen verliert normalerweise, hat Geschäftsjahr vom 1.7. an bis 30.6. verliert die ersten zwei Quartale traditionell immer Geld. Und dann wird Geld verdient, also jetzt bis zum Ende Juni. Und ja, also hat jetzt ein erstes, 6 Monaten 8,6% weniger Umsatz gemacht, wobei der größte Teil da auf negative Währungseffekte zurückzuführen sind. Hat ein paar Sondereffekte in negativer wie in positiver Natur, hat den Verlust ausgeweitet, aber normalerweise, das bekommen die auch wieder hin, wenn es auch kein neuer Rekordgewinn in diesem Jahr wird. Es wird ein ordentlicher Gewinn am Ende des Jahres stehen, da bin ich relativ überzeugt davon. Und auf dem aktuellen Bewertungsniveau, jetzt stehen wir beim 12er KGV, vielleicht ein 11er KGV, wenn es besonders gut läuft, kann man sich die Aktie auf jeden Fall anschauen, auch wenn der Chart jetzt bei weitem noch kein grünes Licht gibt. Ich persönlich bin auf dem Kursniveau aktuell jetzt aus langfristiger Perspektive eingestiegen, weil ich einfach auch ein bisschen Geld mal im Agrarsektor packen will, weil ich den grundsätzlich interessant finde, aber eben auch nicht die hohen Bewertungen der letzten Jahre dafür bezahlen wollte. Sehr gut, genau. Wer es vielleicht kurzfristiger handeln möchte, kann gegen das letzte Verlaufstief handeln. Das lag bei ungefähr 46,66 €. Ansonsten muss man schauen, man könnte schon so Richtung 43,60 € oder sogar in Richtung 40 € gehen. Erstes Widerstandsniveau wäre dann so um die 53 €. Also, aber auf jeden Fall, wie du sagst, wenn man da was aus dem Sektor noch sucht, dann kann es bestimmt interessant sein. Frage an dich natürlich von den drei Werten. Welcher ist so dein Favorit? Du bist jetzt bei KWS Saat mit dabei. Ist es auch dein Favorit oder hast du da einen anderen Wert? Naja, wenn ich jetzt aus kurzfristiger Perspektive spreche, spricht natürlich das fast alles für Fabersoft, weil dort haben wir jetzt zum einen einen Chart, der eventuell grünes Licht geben könnte bald, und wir haben einen fundamentalen Trigger, nämlich gute Zahlen. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist das ja meistens eine ganz gute Voraussetzung, dass auch die Aktie eventuell dann performen könnte. Und vielleicht kommt ja auch noch ein paar positive Berichte. Warburg Research hat heute das Kursziel für Fabersoft, glaube ich, auf 33 nach oben genommen von zuvor 28. Und wenn jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in den Wert kommt, ist es durchaus möglich, dass das dann auch die nächsten Wochen schon was wird. Ja, super. Dann würde ich sagen, wenn euch das Format gefällt, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Lasst ein Abo da und um kein Video mehr zu verpassen, auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren und schreibt uns gerne eure Meinung zu den vorgestellten Werten rein oder spannende Werten, die wir mal vielleicht näher beleuchten sollten. Und dann würde ich sagen, Sascha, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Valentin. Ciao. Ciao.